Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, unsere Kollegen sind unterwegs und holen Kohle und Erz, denn wir brauchen hier vorne Waren. Jawohl, hier. Und es gibt eine neue Mod, die möchte ich heute noch kurz ansehen. Also nicht nur kurz, wir werden da was bauen dafür. Wir werden jetzt aber zuerst schnell schauen, dass wir das Ganze hier abschließen. Und abschließen tun wir das, indem wir Waren hier hinbringen. Nach Lüdersburg. Ich gucke mal ganz schnell, wohin die müssen. Die müssen in den blauen Bereich. Und das machen wir mit LKWs, weil das ist eh gleich nebenan. Blauer Bereich ist hier hinten. Wir hätten hier natürlich so ein LKW-Ladeteil, aber das deckt mir zu wenig ab. Wir bräuchten hier irgendwie was, was mehr Abdeckung bringt. Wir haben da ja unseren Patienten. Moment, wo haben wir den? Hier unten. Das Teil hier, wenn wir das... Zum Beispiel, sagen wir mal hier oben, da können wir nicht, das ist wahrscheinlich eine Bushaltestelle, aber hier würde das durchaus Sinn machen. Machen wir das mal hier hin, auf die Seite, geht auch nicht, das auch, ach, da ist schon so ein Teil, ja, schau mal an. Dann fahren die, ja, die fahren halt vom Bahnhof natürlich dahin, das bringt uns gar nichts, wir müssen ja hier hinten die Waren holen, nicht hier beim Bahnhof. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir mit dem Zug die Waren hier hinbringen und die dann ganz regulär in die Stadt reinbringen. Aber ich möchte eigentlich hier auch LKWs haben, die hier eben sonst noch ein bisschen die Straßen bevölkern, weil mit den Zügen werden wir sowieso noch arbeiten. Also hier Köln und so weiter. Das sieht alles ein bisschen komisch aus, wenn es so gefärbt ist. Also hier Köln und so weiter, die haben ja alle auch keine Waren und die kriegen dann die Waren natürlich via Zug, ganz klar. Aber gut, jetzt, wir brauchen hier doch nochmal so ein Teil. Oder auch nicht. Ne, wir können ja das hier nehmen. Wenn wir es ja schon haben, was haben wir denn hier für eine Ausdehnung? Ja, die reicht dicke. Okay, machen wir gleich mal die Linie. So. Das wäre von hier nach hier oben. Hier gibt es die Waren. Zack, da rein. Dankeschön. Und ja, das erklärt sich eigentlich von alleine. Waren, weil das ist ja nicht jetzt irgendwie so eine Universallinie, welche verschiedene Sachen in die Stadt bringt, sondern einfach eine Warenlinie. Und zwar, ja, LKW nach Lüdersburg. Machen wir das mal so. Okay, gekauft. Dankeschön. Und ja, jetzt brauchen wir die LKWs. Die müssen natürlich auch noch hier rauf. Das Teil machen wir zu. Hier machen wir auch zu, damit wir ein möglichst großes, schönes Bild haben. Straßenfahrzeuge kaufen. Wer von euch ist zuständig für Waren? Wahrscheinlich fast jeder Zweite. Die hier zum Beispiel, aber die machen nur 80 km/h. Und wir haben jetzt diese Caterpillar-Teile eigentlich schon unterwegs hier auf der Anlage. Wenn auch nicht geschultert von den Lastwagen. Deswegen gucke ich jetzt hier erstmal nach anderen. Das sind halt die normalen, ja, die Standard-LKWs, die möchte ich eigentlich nicht verwenden. Die Feuerwehr, warum soll nicht die Feuerwehr dahin fahren? Das ist doch eigentlich auch eine Idee. Wisst ihr was, wir machen das mal mit der Feuerwehr. Das ist ein bisschen mal was anderes. Dann haben wir halt keine LKWs hier, sondern die Feuerwehr. Finde ich jetzt gar keine schlechte Idee. Da stellen wir aber gleich mal ein, dass da tatsächlich auch Waren geliefert werden, beziehungsweise mitgenommen werden. Wir kaufen mal... Ja, ein paar von denen einfach. Nicht übertreiben. Da oben blinkt's noch. Ich gucke gleich. Ist wahrscheinlich... Ja, genau, wieder unser Sägewerk. Das ignorieren wir mal geflissentlich. Linie zuweisen. Waren Lüdersburg. So, machen die auch da Düder da? Oh, ein IC. Nee, die sind, glaube ich, ohne Sirene. Aber nett. Gefällt mir gut. Hat natürlich was, weil man sich dann wieder denken kann. Ja, hier hat's halt gebrannt und die Feuerwehr ist wieder zurück auf dem Weg in die Stadt. Da kann man mit der Fantasie relativ viel machen. Cool. Und sind halt auch schöne Fahrzeuge, ganz klar. Die sind ja auch in Frankfurt bei uns unterwegs. Und da löschen sie tatsächlich. Da brennt ja ein Haus. Das seit mehreren Folgen. So, gut. Das hätten wir. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht allzu viel kontrollieren. Beziehungsweise ich gucke mal noch schnell, was die denn genau für einen Weg nehmen. Hier rüber, das ist soweit klar. Dann machen sie hier eine Kurve. Aha, und hier geht es dann über den Bahnübergang rüber. Tatsächlich, das ist unbeschrankt. Das ist auf dem Land, das ist okay. Fahren hier runter, hier rüber. Ja, ist halt ein ordentliches Stück Weg. Das ist ganz klar. Wärst du nicht schneller, wenn sie hier lang gingen? Wäre schneller, können sie nur nicht, weil hier ist keine Straße. Da könnten wir ja mal ganz schnell gucken. Ja, wie kommen wir hier halt durch mit einer Straße? Würde wieder einen Bahnübergang geben. Und da... Ob das dann schneller ist? Nein. Weil sie müssen dann natürlich jedes Mal warten, bis hier die ganzen Züge vorbei sind. Das macht keinen großen Sinn. Wir könnten höchstens vielleicht hier rüber, da lang und dann da rein. Ist das eine massive Verkürzung der Strecke? Das ist dann die Frage. Sie müssen halt schon hier
Ja, hier außenrum, hier außenrum. Wir können es ja mal testen. Wenn es nichts bringt, also von wegen, dass es nicht genutzt wird, dann ist es zumindest eine weitere Straße, die wir haben. Und das ist ja dann auch nicht so schlecht. Nehmen wir doch hier mal was Kleineres. Wobei, hier haben wir schon eine Straße. Wisst ihr was, wir nehmen die, sonst haben wir da zu viel. An Bahnübergang. Das ist aber die falsche Straße. Ich bräuchte die hier. So, wenn wir die mitnehmen. Und dann sagen wir mal, eben gehen wir hier so rüber. Und dann könnten wir hier vielleicht sogar eine Unterführung machen. Ja, dann sind wir zu weit weg. Nee, das müssen wir anders machen. Wenn, dann machen wir das so, dass wir so rübergehen. Und dann kommen wir hier vielleicht sogar unten durch. Ja, machen wir mal. Jetzt machen wir hier aber auch Schranken, würde ich vorschlagen. Sonst haben wir halt dann einfach überall unbeschrankt. Das ist dann das Gegenteil von überall beschrankt. Das kann es ja auch nicht sein. Hallo Ciruno. Auch mal wieder unterwegs. Sehr schön. Ja, gut. Was haben wir hier? Hier haben wir Schranken. Das können wir so stehen lassen. Jetzt müssen wir vielleicht die Straße noch fertig bauen, damit die auch wirklich Sinn macht. Hier unten durch. Das machen wir mit N. Ja, und das klappt wahrscheinlich nicht. Okay, gehen wir ein bisschen weiter und schon klappt. Gerne mit diesem Portal. Und dann geht es da vorne in die Straße rein und dann gucken wir mal, ob das nicht gleich genutzt wird. Doch, doch. Zumindest ein Weg. Und das ist natürlich sehr nett. Dann haben wir nämlich beide Varianten. Dann können sie einerseits hier ein bisschen durch die Stadt durch und andererseits nutzen sie dann diesen neu gebauten Pfad hier sozusagen. Gut, Warnung Zug lassen wir auch mal weg. Geht hier halt fürchterlich runter. Und ja, ich weiß jetzt nicht, hier mit der Schiene hier hat das natürlich nicht wirklich gut getan. Lass mich mal kurz basteln. Und dann gehen wir zum Thema Mod. Und danach werden wir dann gucken, dass wir hier eben entsprechend die Waren noch verteilen können. So, ich muss mal gucken, was ich hier alles eigentlich bewerkstelligen kann, um das ein bisschen zu retten optisch. Ja, plus minus ist es wieder besser. Okay, einen Baum würde ich jetzt hier nicht hinstellen. Der steht mir zu krumm. Der steht dann tatsächlich von krumm nach schief hier. Das ist schon in Ordnung, denke ich. Finde ich gar nicht so schlimm. Wie sieht eigentlich hier hinten aus? Könnte man auch mal noch schnell mit dem Kollegen hier drüber. Einfach, weil wir es gerade machen können. So, passt. Gut. Also, die neue Mod. Wir gehen mal nach Oberbösa. Denn ich denke, wenn diese Mod irgendwo hinpasst, dann ist das hier in unser Alpenstädtchen. Ist ja kein Dörfchen mehr, ist ein Städtchen. Zudem, wir haben hier noch Gleise frei. Was möchte ich jetzt machen? Ich möchte eine kurze Strecke haben für diese Mod. Ich kann sie auch sagen. Das ist eine Draisine. Die ist vom gleichen Modder, der uns schon viel Freude bereitet hat, hier mit diversen Sachen, mit Autobahn, Raststätte und so weiter. Hier zum Beispiel mit dem Teil hier. Ebenfalls mit dem Unfall. Genau, das war der Unfall. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, was das genau ist. Das ist der Unfall. Der ist natürlich einfach sensationell. Ist eine kleinere Mod, aber eben eine Draisine oder wie sagt man dem? Draisine haben wir auf alle Fälle noch nicht. Und Oberbösa ist doch eigentlich wirklich ein Paradeding dafür. Da könnten wir jetzt Folgendes machen, dass wir hier eine Strecke rausbauen, hier unten eine Spitzkehre hinstellen, dann pendelt der hin und her. Wir könnten aber auch gucken, ob wir von hier nicht irgendwie hier raufkommen. Ich weiß, hier oben haben wir natürlich das Problem, dass wir keine freien Gleise mehr haben. Wenn wir hier die Linien mal aufrufen, sehen wir das. Da ist alles belegt, teilweise doppelt sogar schon. Wir haben aber hier noch ein bisschen Platz. Und hier haben wir auch Platz. Hier oben, wo unsere Indianer und Cowboys unterwegs sind. Warum nicht hier rein eine Spitzkehre oder einen kleinen Bahnhof machen? Da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich nehme mal das Gleis. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt einfach mal. Nur hier lang gehen. Schau mal an, das ist ja im Prinzip schon fertig. Das ist ja sagenhaft, wie einfach das jetzt ging. Aber fertig ist es natürlich definitiv noch nicht. Weil wir müssen von hier dann auch irgendwie noch hier vorne wieder rauskommen. Aber so im Groben ist das eigentlich eh schon mal das, was ich wollte. Ich hätte hier gerne aber noch irgendwie ein schönes Portal. Gerne so eins, was der Strecke im Prinzip ein bisschen angepasst ist. Und hier gerne irgendwie entweder diese Steinbrücke oder eine Holzbrücke. Ne, da gefällt mir die Steinbrücke besser. So, und wisst ihr was? Wir gehen natürlich nicht mit dem Gleis raus, sondern mit dem hier. Das heißt, ich muss das nochmal kappen. So, mal gucken, ob das auch funktioniert. Wäre komisch, wenn nicht. Jawohl, klappt. Hier nochmal kurz richtig einstellen. Steinbrücke haben wir hier. Ja, ich würde sagen, das bauen wir mal. Wir bauen das mal und dann gucken wir, ob wir nicht irgendwie hier wieder rauskommen. Wäre wünschenswert. Die Frage ist, ob es funktioniert.
Maximale Steigung haben wir. Jetzt hier irgendwie rauskommen, das wäre doch wirklich... Oh, da kommen wir tatsächlich hier raus. Und hier hinten eine Spitzkehre oder vielleicht sogar einen kleinen Bahnhof. Passt der noch hier dazwischen? Das weiß ich nicht. Das müssen wir gucken. Aber das hier für sich genommen, ist schon mal sehr nett. Dann haben wir hier nämlich auch noch ein bisschen was dazwischen. Dann ist hier nicht einfach nur Wiese. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob wir nicht vielleicht sogar irgendwie einen kleinen Bahnhof haben, der hier hinpasst. Allerdings, ja, ich habe das Gefühl, nö, wir haben keinen Bahnhof, der hier hinpasst. Es könnte sein, aber es kann auch nicht sein. Moderner Regionalbahnhof, niederländischer. Den kann ich leider nicht nehmen, den Elevated. Ja, hätte halt eine gewisse Größe. Ich denke, mit ein bisschen Basteln hier würden wir das Teil sogar irgendwie hier dazwischen kriegen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Teil hier haben möchte. Schön wäre es irgendwie. Also hier so ein kleiner Bahnhof ist nicht... Okay, der ist nicht klein. So ein kleiner Bahnhof, der wäre doch hier eigentlich eh ganz nett. Das sind alles nicht wirklich kleine Bahnhöfe. Der hier, der ist doch cool. Und der passt sogar hier hin. Na, das ist doch sensationell. Ich würde den nehmen. Zack, okay. Dann hat tatsächlich Oberböser jetzt 3 Bahnhöfe. Ach nee, komm. Das kann jetzt aber nicht sein, dass das nicht passt. Kappen wir nochmal. Oh, da ist, glaube ich, die Höhe. Okay, arg, da sind wir so weit unten. Ja, müssen wir nochmal bauen. Schade, schade, schade. Ja, da kommen wir nicht rein. Wir sind hier zu weit unten. Oder? Wenn man das anders... Nee, hier können wir ja nicht mit der Steigung weiter rauf, weil das schon die Steigung ist, die wir brauchen. Wenn ich dich, sagen wir mal, hier hin mache und jetzt hier runter gehe... Okay. Ja, geht immer noch nicht. Schade, du musst nochmal kurz weg. Aber wenigstens haben wir da jetzt das Ganze schon so gebaut, dass wir da schon mal wieder rankommen. So, maximale Senkung. Dann wären wir hier. Das wäre dann hier oben. Das ist halt schon relativ weit oben. Ich baue es mal. Schnapp mir nochmal Kollege Bahnhof. Weil ich möchte jetzt natürlich nicht ewig am Bahnhof rumbasteln. Ich möchte eigentlich diese Draisine sehen. So, wenn wir ein bisschen weiter nach hier hinten gehen würden, dann hätten wir mehr Weg. Das heißt, wir könnten ein bisschen besser arbeiten. Aber hier ist dann die Terre-Angleichung nicht möglich. Na, vorher ging es doch auch. Jetzt geht es gar nicht mehr. Jetzt haben sie hier so umgegraben, dass das Teil nicht mehr funktioniert. Das wäre schade. Hier hinten auch nicht. Ja, da oben bringt es nichts. Da kommen wir mit dem Gleis nicht hin. Schade, geht nicht mehr. Okay, das liegt tatsächlich daran, dass hier die ganze Erde umgeformt wurde. Es ist klar, mit einer Spitzkehre würde das problemlos funktionieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt hier ein bisschen in die Idee verliebt, dass wir hier einen kleinen Bahnhof nochmal zusätzlich haben zwischen diesen Cowboy und Indianern. Ich finde die Idee eigentlich relativ nett. Ja, Wiener Stadtbahnhof ist halt auch ein bisschen zu groß. Da haben wir nochmal eine Bahnstation. Jetzt muss ich aber schnell, bevor ich irgendwas mache, kurz speichern, weil mit gewissen Bahnstationen habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht. Dann nippelt mir das Spiel ab und das kann es nicht sein. So, erstmal speichern und dann frischen Mutes nochmal gucken. Wenn ich dich drehe, passt genau nicht dazwischen. Das ist ein zweigleisiges Teil, wie unschwer zu erkennen ist. Ja, geht auch nicht. Kann man das irgendwie noch kürzen? Nein, ich denke, der kleinste Bahnhof, den wir haben, das ist tatsächlich der andere hier hinten. Aber wenn wir den nicht mehr hinkriegen, ja, dann nehmen wir halt die Spitzkehre, weil es hilft nichts. Ich werde jetzt nicht, wie gesagt, hier 10 Stunden rumbasteln, sondern ich mache jetzt einen letzten Test. Wir können ja mal gucken, wie sieht es denn aus, wenn die Straße hier lang geht. Dann muss anders berechnet werden, das Ganze. Das könnte sogar sein, dass das dann funktioniert. Und siehe da, oh, doch, hier unten funktioniert es. Okay, wenn ich dich jetzt nochmal drehe und dich hier hinhänge, dann möchte er da andocken. Deswegen geht das natürlich nicht. Okay, es würde gehen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir auf die Höhe? Wir müssen das Tunnel nochmal kappen und wir kriegen halt da keine weitere, ja, Senkung sozusagen hin. Ich kapp's trotzdem nochmal. Wir kappen das, bauen den Bahnhof und gucken mal, wie es dann aussieht, wenn wir von hierher kommen. So, jetzt passt der sogar hier hin. Okay, wir basteln den mal hier hin. Oder wir basteln ihn nochmal hier nach hier hinten. Wäre hier höher? Ich glaube ja, die Straße. Ja, wobei, nee, wir machen das so. Zack.
Okay, jetzt sind wir relativ weit unten. Brauchen wir da Strom? Da brauchen wir eigentlich auch keinen Strom. Den können wir auch gleich nochmal kappen. Wo muss ich hin? Nach hier vorne und schon funktioniert. Manchmal ist es einfacher. Man baut tatsächlich von der Schlussstation aus. Jetzt haben wir hier aber nochmal ein Portal. Da mache ich gerne nochmal das hier. Möchte nicht. Hallo? Ach, steht schon. Gut. Zack, gekauft. Und jetzt nehmen wir hier natürlich noch den Strom weg. Weil den brauchen wir definitiv nicht. Wo hatten wir den Strom? Der war. Hier. So, Strom weg. Ich hoffe, das geht überall, ohne dass da irgendwie jetzt eine Fehlermeldung kommt. Jawohl, das geht. Und hier vorne. Im Bahnhof drin. Da können wir, glaube ich, nur den ganzen Bahnhof. Ja, dann lassen wir das. Das macht ja nichts, wenn hier Strom drin ist. Gut. Das hätten wir. Dann machen wir hier mal eine neue Linie. Von hier. Gerne hier rauf. Wo ist unser Bahnhof? Hier oben. Oberböser Zentrum heißt das Teil, frech. Naja. Gut, haben wir. Wie heißt denn die Linie? Ja, Draisine. Oh Gott, wie schreibt man denn Draisine? Das Problem ist, ich kann bei der Mod nicht gucken, weil die heißt nicht Draisine oder Draisine oder wie man dem sagt, sondern da heißt sie irgendwie Hand Train, irgendwie sowas. Wisst ihr was? Ich schreibe das mal Draisine. Und wenn das falsch ist, dann werde ich es bei Google sehen, dann werde ich es beim nächsten Mal nochmal ändern. Also das wäre die Draisine in, ganz klar, Oberböser. Jawohl. Und jetzt bräuchten wir den Zug noch. Also Zug ist übertrieben. Und dafür brauchen wir natürlich ein Depot. Warum nicht hier nochmal ein Depot hinstellen? So ganz ein kleines. Hier dazwischen haben wir nämlich Platz. Ich sage gerne nochmal, dass ich ein absoluter Verfechter bin von vielen Depots. Weil sie einfach schön aussehen, cool sind und wir es uns leisten können. Ja, machen wir das Teil hier unten hin. Da oben macht es nicht viel Sinn, da machen wir, glaube ich, mehr kaputt. Als das, was verschönern würden. Irgendwie sowas plus minus in die Richtung. Das sieht doch cool aus, wenn das noch hier steht. Oh, da haben wir auch eins. Genau das gleiche. Jetzt ist halt die Frage, was sieht besser aus? Wenn hier im Prinzip die Einfahrt so mit zwei gleichen Depots verschönert ist. Oder sieht es besser aus, wenn wir hier ein bisschen was ändern? Ich teste das jetzt einfach mal ganz kurz. Na, wo seid ihr? Hier hinten. Hat natürlich auch was, ganz klar. Nur, ich sehe jetzt schon, das Gleis ist viel zu hoch. Also da kommen wir hier wieder nicht mehr rein. Das ist ein Problem. Das kennen wir, das habe ich öfters. Ich baue dann irgendwie einfach mal ein Depot hin. Finde es cool, wie es aussieht. Und komme mit den Gleisen nicht mehr auf die Höhe. Kann ich da in den Bahnhof rein? Nee, doch. Zu einem Teil kann ich da rein. Ist ja interessant. Hat das Depot keine Kollisionsabfrage? Wir machen das mal hier hin. Jetzt ist, glaube ich, das Gleis auch weiter unten. Ein bisschen konnte ich hier sozusagen retten. Ja, dann steht das hier gleich dran. Ach, das liegt, glaube ich, sogar am Bahnhof. Der verschwindet hier auch, wenn man, je nachdem, ja, wenn man so guckt, ist der Bahnhof weg, also das Bahnhofsgebäude. Gut, also kommen wir hier mit der Schiene da vorne in die Schiene. Das wäre das Ziel und das wäre wünschenswert. Und wir brauchen hier auch keine Oberleitung. Ja, das müsste klappen. Kriegen wir vielleicht sogar die Einfahrt hier auf die Brücke. Ja, sehr schön. Machen wir natürlich, ohne lang zu fragen. Gehen hier raus und da rein und das klappt auch. Dann machen wir hier, ja, ich würde mal sagen, da machen wir alte Signale hin. Die Standardteile von hier. Zack, einmal so, einmal so. Und, ja, was machen wir denn? Machen wir mehrere Draisinen? Ich würde sagen, ja, da bräuchten wir aber immer noch eine Ausweichmöglichkeit. Das ist natürlich auch klar. Und der einzige Bereich, wo die eigentlich wirklich ausweichen könnten, das wäre hier im Tunnel drin. Ob das jetzt Sinn macht? Ich kann ja mal gucken. Kriege ich hier noch ein Gleis durch? Schön wär's. So, Strom haben wir weg. Jawohl. Also, wenn wir dich hier lang ziehen, nach hier vorne, dann können wir im Tunnel drin im Prinzip wechseln, das Gleis. Doch, das funktioniert sogar. Dann machen wir das doch. Zack. Ich hoffe, ich komme hier vorne auch rein. Weil das ist nicht mehr so viel Weg. Das könnte schwierig werden. Oh lala, doch, es funktioniert. Zack, sehr schön. Und hier vorne sollten wir ein bisschen mehr Platz haben. Da sollte eine Weiche problemlos funktionieren. Ich mache jetzt nicht die ganze Strecke zweigleisig. Ja, hier kommen wir genau nicht rein. Wenn ich hier rausgehe, dann funktioniert. So, da brauchen wir natürlich nochmal Signale. Ich würde sagen, warum nicht gleich bei denen bleiben, die wir da unten haben. Das wäre einmal hier. Dann machen wir hier in der Mitte noch ein Signal hin. Weil dann können wir nämlich auch mehr als nur zwei Stück benutzen.
Die haben ja keine Länge. Also von daher könnten wir hier Signale setzen bis zum geht nicht mehr. Machen wir hier mal nochmal eins. Also zwei natürlich, aber auf der richtigen Seite wäre noch schön. Moment. Zack. Und jetzt hier noch. Ich bräuchte vielleicht mal die Signale sichtbar. So, jetzt sehen wir, wo es ist. Nehme ich nachher wieder weg, damit wir wieder ein schöneres Bild haben. Dann haben wir hier noch ein Signal. Und dann machen wir hier unten, wenn ich es hinkriege, noch das Gegensignal. Gut, Signale können wir da ausblenden. Und ja, dann würde ich sagen, wir kaufen uns die Teile. Ich habe die noch nicht getestet. Das heißt für mich ganz klar, wir müssen nochmal kurz eine Sicherheitsspeicherung schalten. So, es speichert. Und jetzt bin ich selber gespannt. Wie schnell sind denn die Teile? Die dürften kaum allzu schnell sein. Und es gibt verschiedene Varianten davon. Da haben wir sie ja schon. M-Handcar heißen die genau. Empty, das heißt, das Teil ist leer. Hier haben wir das Ganze mit Hund. Und hier haben wir das Ganze mit Passagier. Gibt es noch mehr davon? Da ist noch so ein Teil. Diesel. Diesel, okay. Ja, nicht, dass die hier dann plötzlich irgendwie mit Generator laufen. Wir haben keinen Strom. Da müsste ich nochmal ummodifizieren. Ich glaube, das sind alle. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ist natürlich schade, wenn die nicht alle genau richtig angeordnet sind hintereinander. Dann ist es schwierig, das rauszufinden. Ich würde sagen, vier Stück können wir tatsächlich gebrauchen. Machen wir eine Doppeltraktion? Nein. Wobei, irgendwie wäre es ja noch witzig. Kann man die in Doppeltraktion nehmen? Lass mich mal schnell gucken. Ja, jetzt ist halt, wobei, dann nehmen wir den hier in Doppeltraktion. Das ist ja egal, den Handcar mit Diesel. So, du gerne rauf. Ja, funktionieren tut's. Wie das aussieht, weiß ich natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so gedacht ist, dass die hier in Doppeltraktion verkehren. Wir werden sehen. Oh, die Ansage. Okay, ich getraue mich jeweils fast nicht zu reden, wenn da die Ansage ist. Da kommt er, der Kollege. Das ist ja nett. Und guck mal, der bewegt sich sogar. Wie hat denn der Modder das jetzt wieder hingekriegt? Heiliges bisschen. Wir werden natürlich auch noch kurz mitfahren. So, als Gag finde ich das den Hammer. Jetzt haben wir hier tatsächlich drei Siegen, die hier unterwegs sind. Der müsste hier eigentlich warten. Wir können hier natürlich nochmal ein Signal setzen. Was haben wir denn jetzt hier an Signalen gesetzt? Ja, wir machen auf der Brücke auch noch welche, damit die ein bisschen besser fahren können. Ach nee, hier ist natürlich Gegenverkehr. Denkst du, da mache ich gar nichts. Sonst gucken sie sich nachher an. Aber das ist doch einfach cool. Ich mag solche Sachen. So, da steht er. Mit Hund vorne drauf. Okay. So, sollen wir mal mitfahren? Ich würde mal sagen, ja. Damit wir nicht zu lange warten müssen. Na, wenn ich dich erwische. Steigen wir gleich hier mal ein. Weil wir sollten eigentlich demnächst fahren dürfen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie schnell wir sind. Wir müssen nochmal gucken, wenn wir fahren. Fahren wir? Moment, ich gehe nochmal raus. Der müsste doch jetzt eigentlich hier oben ein Ding jetzt passiert haben. Er wartet noch auf freie Wege. Ne, da vorne ist natürlich das Signal. Das ist auch ein bisschen großzügig gesetzt. Wir machen mal hier noch eins hin. So, dann müsste er eigentlich losdüsen können. Und das kann er auch. Wir steigen ein. So, jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben. Dafür sehen wir dann auch ein bisschen was von Oberböser. Wobei, das stimmt so nicht mehr, wenn man es genau nimmt. Weil wir verbringen den größten Teil der Fahrt natürlich im Tunnel drin. Naja, okay. Aber wenigstens hier um die Kurve rum. Und irgendwie bei der Brücke, man sieht hier da vorne, da sind die Pfeiler ein bisschen buggy. Das ist natürlich schade. Da kann ich aber nichts dran ändern. Das liegt an der Mod. Ist die vielleicht nicht gedacht dafür, dass man hier irgendwie so lange Brücken macht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, jetzt haben wir sie so. Ich würde sagen, wir lassen sie, weil es ist eigentlich eine schöne Brücke, diese Steinbrücke. Und wir haben unschlagbare 30 km/h drauf. Wie schön das doch ist. Aber man darf nicht vergessen, hier muss natürlich einer kurbeln, damit das Gefährt überhaupt fährt. Und dann geht es noch aufwärts. Also von daher... Ja, da muss man eine gewisse Muskelleistung erbringen. Sonst kommt man hier nicht vorwärts. Und jetzt müsste uns ja eigentlich der andere dann irgendwann entgegenkommen. Wisst ihr was, ich kann ja ein bisschen schummeln. So, ich stelle hier mal ein bisschen auf schneller. Jetzt haben wir die maximale Geschwindigkeit vom Spiel her. Dann fühlt sich's fast schon ein bisschen an wie ein ICE, aber nur ein bisschen. So, wir haben grün.
Jetzt gehe ich dann gleich wieder runter mit dem Tempo, weil hier im Tunnel drin mit 30 rumdüsen. Ja. Oh, da war er doch gerade. Arg, jetzt habe ich ihn fast verpasst. So, wieder runter mit dem Tempo. Wir wollen noch in den Bahnhof rein. Und da werden wir jetzt natürlich keine neuen Moden anfangen. Ganz klar, ich werde sitzen bleiben, bis wir da hinten angekommen sind. Weil eben, das soll ich so machen, hieß es oft genug in den Kommentaren. Und ich will ja nicht wieder Schelte bekommen. Ah, ist doch nett hier. Irgendwie, es ist halt wieder völlig im Berg drin jetzt. Obwohl da unten jetzt mittlerweile so eine große Stadt steht, das Ganze ist halt trotzdem immer noch relativ bergig. Und da passt dieser Bahnhof Obereck eigentlich perfekt dazu. So, ich möchte nochmal schnell gucken, wie der losdüst. Wenn noch kann. Kann der Passagiere aufladen? Moment. Ja, jetzt erwische ich ihn nicht, weil ich den Bahnhof hier nur erwische. Jetzt geht's. Wahrscheinlich kann der. 30 km. Leistungsbewertung gut. Ja, aber ich sehe nicht, ob der irgendwas mitnehmen kann. Ist aber auch komplett zweitrangig. Das ist aber nur cool. Vor allem, ich finde es wirklich den Hammer, dass der tatsächlich die Bewegung macht. Das ist aber wirklich sehr cool. Dann geht es hier in den Stollen rein. Hat natürlich auch ein bisschen was von so einem Kohlebergwerk. Fuhren die nicht auch mit solchen Geräten? Ich dachte ja. Da kommt der nächste entgegen. Dem gucken wir auch noch schnell zu. Ja, der hat zwei Passagiere hier drauf. Die werden hier natürlich nicht angezeigt, weil das sind einfach sozusagen Assets. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Cool, der Modder ist einfach eine Sensation. Hier Unfall, Raststätte und jetzt noch sowas. Einfach nur nett. Gut, wir düsen wieder weiter, weil hier hinten gibt's natürlich noch genug zu tun. Ich möchte jetzt mal schnell gucken. Die Linie haben wir, die produzieren. Ich müsste hier mal... das kann ich wegnehmen. Ne, wo haben wir hier die Teile? Hier auch nicht. Hier. Ne, auch nicht. Ne, das sind die... habe ich es dann? Moment, das sind die Schiffe, die brauchen wir nicht. Ich wollte hier eigentlich die Anzeige. Da, jetzt haben wir sie. Das kommt wieder weg, das kommt weg, das kommt weg. So, dann haben wir hier die Anzeige, dass hier tatsächlich Waren liegen. Zwei Kisten für Lüdersburg. Sehr schön. Also die Linie funktioniert. Es kann sein, dass wir hier vielleicht ein bisschen Nachschub noch investieren, beziehungsweise nicht investieren müssen, sondern nachliefern müssen, weil das zu wenig LKWs sind. Wobei die haben Fettkapazität, also 60 Einheiten. Da müsste das Teil hier hinten oder die beiden Teile, die müssten dann halt entsprechend arbeiten. Und das werden sie tun, sobald sie merken, dass wir hier vorne mehr brauchen. Okay. Eine Zuglinie. Es wäre relativ naheliegend, dass wir vielleicht jetzt nicht gleich nach Köln, sondern zuerst mal hier rauf gehen. Nach Ehrenberg. Denn Ehrenberg hat definitiv auch keine Waren. Und das werden wir natürlich mit einem Zug machen. Das ist ganz klar. Wir haben hier ja einen schönen Güterbahnhof. Wir haben hier auch eine Strecke. Also ein Gleis. Was ist hier unterwegs? Die Universallinie. Okay, ich würde mal sagen, könnten wir mitnutzen. Haben wir hier denn noch freie Gleise hier drin? Ja, mehr als genug. Schön, dass diese Linien wieder alle die gleiche Farbe haben. Oder sind das die gleichen Züge? Ne, das ist Food für Ehrenberg. Da machen wir mal eine andere Farbe. So, damit das ein bisschen besser aussieht. Wir haben zwei Linien hier. Das heißt, wir könnten hier problemlos rein. Wir könnten auch hier rein. Hier ist sowieso die Brücke noch fertig. Hat das einen bestimmten Grund? Ich würde sagen, wir machen mal die Brücke fertig und bauen dann nachher von unten her kommend weiter. Nehme ich mal altes Gleis. Jetzt hätten wir aber gerne wieder eine Oberleitung. Da müsste man doch irgendwie reinkommen. Da ist natürlich noch ein Signal im Weg. Ganz klar. Dann kappen wir mal das Signal kurz. Warum haben wir da die Brücke weggelassen? Das muss irgendwie einen Grund gehabt haben. Ich bin nicht ganz sicher, warum wir das gemacht haben. Ich traue jetzt der Sache nicht. Nicht, dass wir hier irgendwas dahingehend kaputt machen, weil es nur so funktioniert. Wäre ein bisschen komisch. So, Signal ist weg. Jetzt müssen wir doch hier reinkommen. Oder kam er hier nicht rein? Ja, das ist tatsächlich auch der Fall. Aber das werden wir natürlich einfach lösen können, indem wir Kollege Weiche ein bisschen früher machen. So, hier rüber. Aha, geht auch nicht. Echt jetzt? Okay. Müssen wir nochmal kappen. Schluss haben wir die ganze Brücke weg. So, irgendwo muss man doch hier reinkommen. Hier kommen wir rein. Zack, gekauft. Signal wäre dann neu hier. Dann nehmen wir aber wieder irgendwie was Moderneres. Zack, einmal hier. Und in der Gegenrichtung bräuchten wir natürlich hier unten noch eins. So, das hätten wir. Die Universallinie, die sollte ja trotzdem eingleisig bleiben.
Haben wir die gerade irgendwo? Dann hätte ich sie anklicken können. Ne, jetzt muss ich sie anders schnell suchen. Und zwar so. Bei den Zügen sind wir. Ja, die ist ja immer noch eingleisig unterwegs. Das heißt, das könnten wir hier dann für unseren Warenzug zweigleisig nutzen. Hier unten ist es aber auch eingleisig. Das ist halt, ja, das ist natürlich Gleis. Ja, von hier kommen. Nee, das machen wir anders. Wir werden hier eine eigene Linie machen. Also sprich, dass wir hier rausgehen, von hier hinten her. Dann werden wir irgendwie in den Berg rein müssen. Oder wir gucken mal, ob wir vielleicht hier durchkommen. Und dann von, vielleicht sogar von hinten rein. Nee, das geht nicht. Dann sind die ganzen Häuser weg. Ich kann mal gucken, wenn ich hier ein Gleis nehme, das wird nicht funktionieren. Ich möchte die Häuser da erhalten. Wir werden hier ganz runter gehen. Wo kämen wir ins Tunnel rein? Nirgends. Okay, der Versuch war es wert. Wir werden hier vorne reingehen. Und dafür werden wir, ich würde mal sagen, hier mit der Linie können wir natürlich nicht umziehen, weil die fahren nachher hier weiter. Mhm. Wir werden gucken, wie wir das machen. Jetzt haben wir eine Drehsine installiert. Jetzt kann eh nichts mehr schief gehen. Gut. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und jo, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Upsa, jetzt haben wir einen Zug. Bis denne. Tschüss.